Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und falls ich es nicht schon in meinem letzten Tutorial gesagt habe, frohes neues Jahr. Ich weiß nämlich nicht, welches ich zuerst uploade. Anyways, heute machen wir mal wieder ein Best-of und ihr werdet euch sagen, ja, was kann schon Großes dazugekommen sein, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Vieles. Es gibt doch das ein oder andere, wo ich mich gefragt habe, kann ich das wirklich mit reinnehmen? Weil, also entweder werdet ihr mir sagen, du bist bescheuert, Jasmina, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Oder ihr werdet sagen, das ist das Geilste, was ihr je gesehen habt. Ich habe nämlich eine Entdeckung gemacht, die ich so spektakulär finde. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, aber die werde ich euch später zeigen. Ich fange mit einer Sache an, die meine, ich sage mal, Skincare-Routine revolutioniert hat. Einfach, weil sie wahnsinnig schnell Ergebnisse gezeigt hat. Und zwar geht es um den Original Dermaroller. Das ist so ein bisschen wie Tempotaschentücher. Das hat sich sozusagen eingebürgert, dass es tausende Dermaroller gibt, aber das ist das Original. Es hat unwahrscheinlich kleine Nadeln, die man zwar spürt, aber die nicht wehtun. Und ich habe schon einige Dermaroller ausprobiert, kann ich euch sagen. Und einige habe ich nach 3 Tagen in die Ecke gefeuert, einfach weil es mir wehtut. Ich bin nun mal empfindlich, auch gerade so um die Augenpartien, um die Mundpartie herum. Da sollte man auch mit dem Dermaroller vorsichtig sein. Aber ich habe einfach festgestellt, dass wenn es zu unangenehm ist, dann ziehe ich das auch nicht durch, dass ich das 4-5 Wochen lang benutze. So, und bei diesem Dermaroller, bei diesem Original-Dermaroller, habe ich tatsächlich nach einer Woche schon Ergebnisse gesehen. Es hat die Haut gefestigt, es hat sie so aufgepolstert. Also diese kleinen Knitterfältchen, sage ich mal, die ich jeden Morgen habe, wenn ich aufwache, die hattest du überhaupt nicht mehr. Die Haut war wunderbar straff. Und gerade in Kombination mit den Lipopeptiden, die ja auch für die Straffung und gerade weil es auch mit Vitamin A angereichert ist, also tatsächlich, was ich mache, ich nehme die Hyaluronsäure, das ist eine ganz hochdosierte Hyaluronsäure von denen, mache ich so ein Pumpspray auf meine Hand, mache mir auf das ganze Gesicht und dann gehe ich mit den Dermaroller drüber, um das wirklich so einzuarbeiten in die ganz kleinen Hautverletzungen, die wir ja tatsächlich am Ende des Tages mit diesem Dermaroller verursachen und dir auch verursachen wollen, anrichten. Wenn du da schon ein Produkt vorher auf die Haut gemacht hast, dann arbeitest du das richtig schön rein. Trotz alledem, leichte Hand, ich würde mal sagen, wirklich drüber rollen lassen. Jetzt nicht drüber, nicht reindrücken, dann geht ihr zu tief in die Haut rein und richtet Verletzungen an, die ihr nicht wollt. Das ist ein so fantastisches Teil und ich finde auch, für das, was es tut, es kommt übrigens mit einem Cleaner, zusammen, ein Dermaroller Cleaner, kostet 49 Euro und finde ich einfach spektakulär. 49, 49, 49. Ihr braucht nicht alle drei Sachen. Ich würde euch aber auf jeden Fall die Hyaluronsäure empfehlen, zusammen mit dem Roller. Es wird euch umhauen. Ich möchte unbedingt Kommentare dazu haben. Ne? Falls einer von euch sich das, wie gesagt, Links sind immer unten drin, falls irgendeiner von euch das mal ausprobiert und schlauerweise etwas gemacht hat, was ich nicht tue, nämlich vorher ein Foto machen und danach ein Foto machen, dann müsst ihr mir bitte sagen, was ihr für Ergebnisse erzielt habt. Das würde mich wirklich interessieren. So, als nächstes habe ich etwas, was habe ich? Genau. Im Prinzip in all meinen Videos, die ich mache, gibt es nur 2 verschiedene Wimpern, die ich nehme. Und zwar entweder die von Adele oder, und Schande oder Asche über mein Haupt, ich habe jetzt erst vor kurzem gesehen, dass es die in Deutschland gibt. Ich habe die immer irgendwie über Amerika, über England bestellt. Total beknackt. Es gibt die scheinbar bei Budni. Ja, kann das Prophet in seinem eigenen Land. Und zwar sind das die Kiss-Wimpern. Die Kiss-Wimpern finde ich wirklich so toll. Am allermeisten mag ich True Volume. Das sind die True Volumes. Die habe ich mir jetzt schon zurechtgeschnitten. Ich mache mal so ein bisschen, weil ich es nicht so gerne mag, wenn es bis ganz an den Augeninnenrand geht. Das heißt, ich schneide mir da vorne ein bisschen was weg. Das sind die tollsten Wimpern. Die kannst du bis zu, ich sag mal, 15, 20 Mal benutze und sie sehen einfach noch toll aus. Und im Gegenteil, je öfter du sie benutzt, desto mehr haben sie sich schon sozusagen an deine Augenform gewöhnt. Das heißt, du machst nur noch die Kleber drauf und es sitzt einfach genial. Ganz, ganz tolle. Ich glaube, die kosten im Schnitt 6, 7, 8 Euro, aber wenn ihr überlegt, dass ihr das 15 bis 20 Mal benutzen könnt. Ein Knaller. Die Kiss-Wimpern möchte ich euch auch unbedingt ans Herz legen. So, und ihr wisst ja, dass einer meiner großen Themen ist auch
Anti-Aging bzw. das Vorbeugen einer Hautalterung. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich mich mit diesem Thema schon mit Anfang 20 beschäftigt habe, denn ich habe seitdem, also tatsächlich mit 21 oder 22 angefangen, auf meine Haut zu achten. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwas verändert habe, sondern ich habe einfach versucht, den Ist-Zustand so lange wie möglich zu erhalten. Und dazu gehört tatsächlich ein Lichtschutzfaktor, und zwar jeden Tag. Jeden Tag nehme ich einen Lichtschutzfaktor. So, und es ist immer so ein bisschen ein Kampf gewesen, eine Creme zu finden, die du gut unter Make-up tragen kannst, mit denen du auch Fotos machen kannst, ohne dass das so ein Weißeffekt irgendwie hat. Einige sehen also mit dem Blitz dann aus, als wären sie mit Michael Jackson gepaart worden. Aber was ich bisher immer gemacht habe, ich nehme mein Sonnenschutzmittel, mein Lichtschutzfaktor, Creme, und danach muss ich einen Moisturizer drüber machen, weil du selten etwas findest, was beide miteinander vereint. Aber von Dermalogica habe ich jetzt, und ich bin ja ein großer Dermalogica-Fan, ne? Also Dermalogica macht meines Erachtens einer der besten Hautpflegemittel, und zwar für, sag ich mal, alle Departments, für die trockene Haut, für die ölige Haut, für die feuchtigkeitsarme Haut, für Anti-Aging. Und sie haben sich auch auf die Fahne geschrieben, das, was ich mir eben mit Anfang 20 schon gesagt habe, vor allen Dingen den guten Ist-Zustand der Haut zu erhalten, und haben dieses Dynamic Skin Recovery SPF 50 rausgetan. Und das hat dankenswerterweise einen Moisturizer drin. Das heißt, ich muss nur noch, wenn ich morgens aufstehe, einen Step machen. Ich wasche mir das Gesicht und ich mache mir das da drauf. Es zieht schnell ein, es hinterlässt aber trotz alledem so ein schönes, weiches Hautgefühl. Ich brauche keinen Moisturizer, der einzieht und danach habe ich das Gefühl, als wäre er weg. Ich möchte was eine gute Grundlage auch bildet, wenn ich mir Make-up drüber mache. Und wenn nicht, möchte ich aber das Gefühl haben im Laufe des Tages, dass meine Haut noch schön weich und aufgepolstert ist. Sie soll nicht glänzen, aber sie soll eben gut mit Feuchtigkeit versorgt sein. Und dieser Dynamic Skin Recovery Moisturizer mit Lichtschutzfaktor 50 finde ich einfach spektakulär. Also, das ist auch ein weiteres Produkt, was in eurer Sammlung nicht fehlen darf. So, was habe ich als nächstes? So, ganz, ganz selten mache ich Haarprodukte, was eigentlich einfach daran liegt, dass ich Extensions trage und es eine ganze Bandbreite von Sachen gibt, die ich einfach nicht benutzen kann. So, aber ich habe einen Concealer entdeckt für Haare. Super Idee. Ich habe einen Conditioner entdeckt von Philip B. Seht ihr den? Also erstmal habe ich den Typ persönlich mal kennengelernt und der ist ein Schatz. Es ist ein Schatz, und das ist wirklich einer, der lebt für sein Produkt, der lebt für sein Label. Also wenn du den fragst, sag mal Philipp, wie bist du eigentlich zu diesem Conditioner gekommen, ob du willst oder nicht, kriegst du einen 2-Stunden-Vortrag. Und das Geile ist, du glaubst dem alles und du kaufst dem Mann alles ab. Wirklich, ich wollte nur noch diesen Conditioner haben und habe gesagt, geil. Erstmal riecht der spektakulär noch ganz zart nach Magnolien. Aber, und was ich auch wunderbar an diesem Produkt finde, er hat mir den Tipp gegeben, wenn ich aus der Dusche komme, noch bevor ich mir wirklich die Haare trocken gerubbelt habe, sag ich mal, sondern ich nehme nur das überflüssige Feuchtigkeit, drücke ich so ein bisschen raus, dann mache ich da diesen Conditioner drüber und lasse, wenn möglich, so ein bisschen die Haare antrocknen. Das gibt einen so wunderbaren, leichten Effekt auf der Haut. Also es ist nicht so, auf dem Haar, das ist nicht so schwer, dass es danach das Haar, gerade wenn man feines Haar hat, ist so ein Conditioner, der das Haar erschwert, ungünstig, sag ich mal. Das Gute ist auch, es ist sulfatfrei, es ist nur aus organischen Pflanzen gemacht, sulfatfrei, parabenfrei, glutenfree. Ja. Was Gluten in Haarprodukten zu tun hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es das hier nicht. Von daher müssen wir uns damit nicht auseinandersetzen. Ein ganz, ganz tolles Spray. Gerade für die auch feines Haar haben oder die einfach Bock haben, Conditioner zu benutzen, bei denen die Haare einfach besser riechen als man selbst manchmal, ist dieses Spray absolut sensationell. So, hier habe ich noch drei Sachen, die kann ich euch aber leider nur vorstellen, wenn meine Tochter da ist, weil dazu muss man einen Pferdeschwanz haben. So, da bin ich. Also, für das folgende Produkt habe ich meine Tochter mir zur Hilfe geholt. Und zwar habe ich euch doch gerade gesagt, dass das diese Donut-Buns sind, die man in verschiedenen Farben bekommt. Also ich würde sagen, das ist für extrem blondes Haar, das ist für so, ja,
braunes Haar und das kann man wahrscheinlich für schwarzes Haar benutzen. Am Ende des Tages ist es, seht ihr mich wahrscheinlich total latte, weil man das unter diesem Zopf nachher sowieso nicht sehen wird. Aber ich zeige euch mal, wie spektakulär schnell das geht. Ich nehme mal das Blond, weil meine Tochter blonde Haare hat. So, ihr nehmt das Ding, was so aussieht und setzt das am besten ganz unten an. Okay, ungefähr hier. Alles, was ihr dann macht, ist, ihr dreht das Haar, bis ihr das ganz oben habt. Und dann dreht es sich, das gehört, klickt sich einmal ein und sieht dann so aus. Ist das spektakulär? Jetzt mal ganz ehrlich, ist das geil? So, zeig mal von der Seite, Schatz. Bisschen so, ja. Ein bisschen so. Ist das nicht schön? Und es ist wirklich im 0,0 gemacht. Ihr macht euch den Pferdeschwanz da, wo ihr den ungefähr braucht. Ihr könnt es auch ein bisschen tiefer machen oder ganz nach oben, so wie die Ballerina das haben. Die haben es ja eher auf dem oberen Kopf. Aber ich finde das ganz hübsch so bei dir. Es dauert, wie gesagt, 2 Minuten und es ist mega. Jetzt kommen wir zu dem, was ich euch vorhin gesagt habe, wo ihr entweder sagt, okay, Jasmina, hackt's oder was? Oder ihr sagt, geil, muss ich sofort haben. Und zwar ist es ein LED-Licht für die Toilette. Genau, ihr habt richtig gehört. Ein LED-Licht für die Toilette. Es nervt mich maßlos, wenn ich in der Nacht pischern muss. Und dann muss ich in meinem Bad das Licht anmachen, was so hell ist, dass mein Kopf, der manchmal nicht so clever ist, denkt, oh, wir müssen aufstehen und langsam wach wird. Und die Zeit, die es dauert, auf Toilette zu gehen und wieder ins Bett zu kommen, hat mein Hirn angefangen, irgendwie nach Kaffee zu fragen. Und das um 3 Uhr morgens ist irgendwie scheiße. Und dann brauche ich eine halbe Stunde, bis ich wieder eingeschlafen bin. Und das nervt mich. So, und dann habe ich durch Zufall diese 3D-WC-Toilettenlicht entdeckt. In 8 verschiedenen Farben kannst du dir einstellen. Das klemmst du dir fast wie so ein WC-Stein an diese Brille ran. Und das hat einen Sensor. In dem Moment, wo du dich der dunklen Toilette oder dem dunklen Bad näherst, geht dieses Licht an. Und es macht ein ganz schönes, dimmriges Licht. Du findest die Toilette, wo du reinpischern musst. Und das war's. Und das geht nach 60 Sekunden, solange auch eigentlich kein Mensch, um zu wischern, aber nach 60 Sekunden oder nach 2 Minuten geht es dann von alleine wieder aus. Genug Zeit, dass sozusagen noch der Schein dieser LED-Lampe dich zurückbegleitet in dein Bett. Mein Kopf hat sich da noch nicht angestellt und gedacht, oh, es ist morgens, wir müssen aufstehen und kann sofort wieder zurück in den Schlaf gleiten. Es ist fantastisch. Und ich glaube, das Ding kostet 15 Euro. Ich finde es super. Und weil ich ja ständig meine Toilette mit hier hinbringen kann, habe ich das aufgenommen mit meinem Handy. Also entschuldigt ein bisschen die schlechte Qualität, aber ihr werdet sehen, warum ich so begeistert bin. Film ab. Ding, oder? So, und in der Reihe Sachen, die die Welt eigentlich nicht braucht, aber die meinen persönlichen Alltag einfach bereichert hat, möchte ich euch eine Sache vorstellen. So, ich reise viel. Und was mich auch maßlos ärgert, wenn ich reise, ist, dass ich immer nicht weiß, wie sind die Lichtverhältnisse in so einem Bad. Wenn ich mich schminken möchte, sehe ich überhaupt was? Gibt es einen Vergrößerungsspiegel? Manchmal hast du nur so ein Mini-Licht irgendwie, du siehst nichts. Das heißt, ich muss meine ganze Ausrüstung dann irgendwie auf eine Fensterbank ins Zimmer tragen. Nervt mich maßlos. So, dann habe ich Folgendes gesehen und das ist auf so vielen Level geil. Ich muss euch das jetzt hier zeigen. Und zwar ist das von der Firma Jung Nuo. Wieder so ein genialer Asiate, der sich was überlegt hat. Was ist das? Denkt ihr euch? Das werde ich euch zeigen. Muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, genau. Das ist ein Ringlight, was man mitnehmen kann. Ich glaube, das wiegt kein Kilo. Also das ist ungefähr so wie mein Telefon von der Schwere her. Das macht ihr hier an und könnt euch einstellen. Je nachdem, wie hell oder wie dunkel ihr das gerne haben wollt. Hier könnt ihr es wieder dimmen. So, und das Tollste an der Sache ist, ihr könnt euch hier euren Spiegel ranmachen. Das hat extra so einen Schieberegermodus, der, sag ich mal, auf Spannung ist, sodass er euren Spiegel, wenn ihr den da reinmacht, schön reinmacht. Aber was der auch macht, Obacht, ihr werdet ausflippen. Gerade die auch so ein bisschen auf YouTube unterwegs sind und jetzt nicht immer ihre Ausrüstung mitnehmen wollen,
du kannst dein Telefon da reinmachen. Und weißt du, wie geil das ist, wenn du dein Telefon da reinmachst? Warte mal, man sieht mich jetzt gar nicht mehr, ne? So. Weißt du, wie geil das ist, wenn du dein Telefon da reinmachst und dann machst du dir das auf voll Power. Es macht das, es ist das schönste tragbare Ringlight, was ich je gesehen habe. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich macht es das schönste Licht. Es ist sanft, es knallt nicht, du siehst alles. Du kannst auch einen Vergrößerungsspiegel, wie gesagt, da reinmachen. Aber dieses Telefonnummer, ne? Kannst ein Selfie-Foto damit machen und hast Bombenlicht. Also, als ich das entdeckt habe, habe ich Halleluja gerufen. Ganz ehrlich, fand ich einfach mega. Ist jetzt nicht so ein Schnäppchen wie das WC-Licht, sage ich ganz ehrlich. Kostet, ich will jetzt nicht lügen, kostet das 150 Euro? Kostet 150 Euro. 149 Euro. 117 Euro. 117 Euro kostet das. So, jetzt habe ich es. Aber egal, ich gucke nochmal. Und das Tollste ist, es gibt es auf Amazon.de. Und als ich es bestellt habe, vor, ich glaube, 6 Monaten war das, gab es das noch nicht auf Amazon.de. Und habe ich mir über Ebay bestellt und habe immer so geliebäugelt und habe gesagt, oh, ich würde euch das so gerne vorstellen, weil es so toll ist. Aber wenn ich euch nicht sagen kann, woher ihr das beziehen könnt, ist es relativ witzlos. Von daher, als ich jetzt gesehen habe, dass es das bei Amazon gibt, habe ich gesagt, Digga, du gehörst mir. Also, Jungnur YN128 ist natürlich ein super sexy Titel, ne? Also, hätte ich drauf kommen können. Ganz toll. Ja, das war's schon, oder? Ich bin ja heute richtig schnell gewesen. Ich komme gleich nachher zurück und zeige euch das super Ding, wofür ich aber meine Tochter brauche und die ihr natürlich nicht von vorne sehen dürft. Aber von hinten, und darum geht es ja auch, es geht nämlich um ein, das sind Donut Bun Maker. Und was sich jetzt so langweilig anhört, wird euch vom Stuhl hauen. Ja, was natürlich Quatsch ist, weil das habt ihr ja schon gesehen, meine wunderschöne Tochter, auch wenn nur von hinten. Ja, man kann nicht alles haben, entweder lustig oder schlau, und ich hoffe, das Video war lustig und ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, und wir sehen uns nächste Woche wieder und dann kriegt ihr auch eine Verabschiedung. Bis dann.